von 20 ins Finale, die sich hier in der direkten Ausscheidung der besten 50 qualifizieren. Also nochmal, 50 Springer heute in diesem ersten Durchgang haben sich gestern in der Qualifikation für diesen Wettbewerb durchgesetzt von 92. Und heute haben wir bei 50 Springern insgesamt 25 Pärchen. Die 25 Sieger gehen direkt ins Finale und dazu kommen noch die 5 besten Verlierer. Jetzt sind wir beim zweiten Pärchen und haben gerade Jakub Suchacek aus Tschechien gesehen, der 18-Jährige aus Frenstadt, der 100,5 Meter weit gesprungen ist. Und das ist sein Gegner, Wojciech Skupien aus Polen. Die Polen sind ja stark geworden in den letzten Jahren unter der Regie von Paweł Mikeska, der früher einmal in Oberstdorf als Trainer tätig war, der Tscheche, und auch unter der Regie von Piotr Fiasz, den Sie wahrscheinlich noch kennen in Sachen Skispringen aus der Vergangenheit. 3 Weltcupsiege stehen auf seinem Konto. Das also, der junge Pole mit seinen 20 Jahren, ist der Gegner von Suchacek. Der eine 18, der andere 20. Ganz typisch für diese Vierschanzentournee, ganz typisch für diese Zeiten in Sachen Skisprung. Die Jugend setzt sich durch, die Jugend dominiert. Wenige Ausnahmen bestätigen diese Regel. Guter Flug von Skupien. Sie sehen 25.000 Zuschauer, wieder eine großartige Kulisse in Oberstdorf. Und da Suchacek 100,5 Meter hatte und Skupien jetzt 104 Meter, ist es ganz einfach. Skupien hat sich qualifiziert, Suchacek ist draußen mit der kleinen Einschränkung, dass er es vielleicht noch, wie gesagt, über die Verliererquote der 5 besten Verlierer schafft. Was Wunder.